so, Chef. Die Wärmepumpen waren im Keller. Noch kann ich jetzt am Mittag machen, oder? Ich glaube, dass du ein bisschen spinnst. Zuerst müssen wir die Wärmepumpen anschließen. Die Leute wollen ja bis Weihnachten nicht sehen. Du, da darf man vielleicht schon noch ein bisschen Gas geben. Bis Weihnachten? Und da müssen wir Vollgas geben. Und nichts mit dem Keller und die Wärmepumpen anschließen. Ja, ja, auf geht's. Chef, Frage. Die habe ich immer mal drüber nachgedacht, aber wie funktioniert denn eigentlich so eine Wärmepumpe überhaupt? Meibel, was habt ihr denn in der Berufsschule gelernt? Ja, ist ja schon 35 Jahre her. Ja, das ist ja wurscht, aber jetzt pass auf. In dem Fall ist es ja eine Luft-Luft-Wärmepumpe, verstehst? Und drum wird die Luft von draußen, die wo warm ist, wird reinpumpt und dann kannst du mit der warmen Luft im Haus heizen. Und wenn die Luft kalt ist? Ja, drum ist es ja Wärmepumpen, du Kasperlkopf. Weil wenn die Luft kalt ist, dann wird die praktisch so reinpumpt, dass die dann warm ist, verstehst? Aber die Luft ist doch kalt, wer wird jetzt die warm? Ja, versteht's einfach nicht. Jetzt pass auf. Jetzt fangen wir ganz von vorne an. Eine Wärmepumpe. Das ist sowas wie ein Kühlschrank. Weißt du, bloß andersrum. Beim Kühlschrank ist es ja auch so. Wenn du da die Tür aufmachst und dann die einschaltest, den Kühlschrank, dann ist ja die kalte Luft, die wo jetzt noch warm ist, die muss ja dann praktisch kalt werden. Und bei der Wärmepumpe ist die kalte Luft halt, weil es eine Wärmepumpe ist, warm. Hast du es jetzt verstanden? Aber wenn man es gut erklärt kriegt, gell? Ja, dann würde ich sagen, dann schließen wir die Wärmepumpen an, weil die Leute wollen ja noch Weihnachten einziehen, gell? Ja, genau. Das heißt, mit deiner saubläden Fragerei ist jetzt auch schon wieder halber eins. Machen wir Feierabend. Ui, ja. Ich habe noch überhaupt nichts kapiert.